Hallo, mein Name ist Susanne Feller. Ich bin hier die erste Bürgermeisterin in unserem wunderschönen Markt Heidenheim mit seinen 4 Ortsteilen Hechlingen am See, Hohentrüdingen, Degersheim und Rohrach. Markt Heidenheim hat natürlich die Besonderheit mit seinem Münster und dem Kloster, das 752 von der Walburga und ihrem Bruder Wunibald gegründet wurden. Von hier aus ging die Christianisierung Süddeutschlands aus. Wir haben heuer die Klosteranlage im ersten Bauabschnitt renoviert. Sie finden dort Seminar, Museumsräume, auch einen Klosterladen. Das Ganze ist auf Ökumene ausgelegt und ich denke, das ist was ganz Besonderes hier im Hahnenkamm. Darüber hinaus haben wir vielfältige Ausflugsmöglichkeiten, abgesehen natürlich von dem zwingend notwendigen Besuch des Münsters und des Klosters. Empfehle ich Ihnen auch unbedingt, Hechlingen am See zu besuchen. Dort haben wir den Kappelbuck mit der Katharinenkapelle. Sie können einen wunderbaren Spaziergang entlang des Hahnenkammsees machen, auch Drehboot fahren und dann über den Hohlweg eben zu der Katharinenkapelle laufen. Auch ein Abstecher auf den Bergfried nach Hohentrüdingen ist durchaus lohnenswert. Sie haben einen fantastischen Rundblick auch bis ins Ries rein und bei schönem Wetter sieht man sogar die Alpen. Darüber hinaus gibt es wunderbare Wanderwege auf der Degersheimer Höhe oder eben den klassischen Jakobusweg, der wirklich hier durch Heidenheim läuft. Und wenn Sie dann sich abkühlen wollen, haben wir natürlich neben dem See auch noch ein Naturfreibad. Das wird auch sehr gern angenommen mit freiem Quellwasser, also ein wahrer Jungbrunnen. Egal, ob Sie mit Ihren Kindern den Hahnenkamm-Erlebnispfad laufen wollen, vorbei am Biotopkomplex in Eckental, oder ob Sie als Motorradfahrer Ihre Runden im Enduropark in Hechlingen am See drehen wollen. Es gibt durchaus vielfältiges Angebot hier am Hahnenkamm, das auch Sie begeistern wird.